So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play OMSI 2. Ja, wir sind hier heute ganz live wieder am Start und heute mit einer ganz, ganz neuen Überraschung, die ich mal hier lüften möchte. Und zwar seht ihr hier oben rechts am Rande des Bildes ein kleines Kamerabild. Und zwar seht ihr hier die Klauen des Schreckens, und zwar meine Pfoten, mit denen ich hier das Lenkrad hier am Drehen bin. Ich meine, ich drehe ja generell immer am Rad, also hier an dem Rad, ne? Und ja, da hatte ich mir überlegt, wir können doch mal den Versuch wagen und Videos mit Lenkradcam machen. Und genau das wollte ich heute zum ersten Mal hier praktizieren. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn wir das in Zukunft machen würden. Das können wir auch bei Euro Truck Simulator machen und bei City Car Driving wird das an sich auch gehen. Muss ich mal gucken, weil das ist, denke ich mal, ganz interessant, so zu sehen, was hier meine Hände machen am Lenkrad und wie sich genau das dann letztendlich im Spiel auswirkt. Ne, dass ihr halt direkt so seht, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, was hat das für Auswirkungen und alles. Und jetzt kann ich mit den Händen so rumfuchteln, das ist auch toll, ne? Also, ne, wenn ihr jetzt ganz böse seid, dann gibt's Stress. Ne? Wer hier einen Daumen runter macht, der kriegt hier meine Klaue zu spüren, ja? Jetzt kann ich hier zu den harten Mitteln greifen. Gut, ja. Ich würde sagen, erstmal, wo wir sind. Wir sind ja heute auf der Map Edbrook, die ich gefunden habe und die ich persönlich sehr schön finde, die Map. Also ich bin ja nie gefahren, aber das sieht ja wirklich toll aus, einfach so, wie das hier schon ist. Und die Map hat auch eine Straßenbahnlinie, die man fahren kann. Da muss ich aber erstmal gucken, wie man sich da die Straßenbahn nochmal genau installiert und wie man sich das dann alles bedienen kann und alles. Und sonst wie. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Betriebshof und wir haben gar keinen. Ja, doch, Mist, das Geheimnis ist gelüftet. Der Bus ist nämlich genau hier drin. Und mit einem dezenten Druck. Mit einem dezenten Druck, ja, auf diesem Knopf, kann man das Türchen öffnen. Und dann kommt da unser Bus zum Vorschein. Auch tolles Feature auf der Map. Ich kann auch die anderen Tore aufmachen, aber da ist nichts drin. Und hier steht das Ding vollgeregnet. Und ja, ich würde sagen, wir drücken mal F1 und begeben uns mal hier ins Innere des Busses und können dann auch direkt mal die Taste E drücken, um die Elektrik zu starten. Und genau, dann haben wir wieder 79 Warnmeldungen. Das ist jetzt der NUE263 Überlandbus, wie man, na gut, die Tür lässt sich jetzt gerade nicht öffnen, wie man jetzt vielleicht so erkennen mag. Innen drin mit Reisebus sitzen. Hier so, ne? Genau. Okay, und dann würde ich sagen, können wir mal den Motor starten. Ich drücke einfach immer die N-Taste nebenbei noch, damit auch wirklich der N-Gang drin ist. Auch wenn das ja wahrscheinlich überflüssig ist, aber ich brauche das. So. Wir fahren jetzt. Das muss ich erstmal kurz hier abklären. Die Linie. Das weiß ich gar nicht, welche Linie wir fahren. Ich weiß nur, wir fahren hier heute. Es gibt, soweit ich weiß, zwei Linien. Edbrook, Betriebshof, Ausfahrt, das will ich jetzt gar nicht. Da müssen wir jetzt nicht so ein Geschiss mitmachen. Edbrook, Bahnhof, Steig 2. Um 14.54 Uhr. 14.54 Uhr. Boah, das ist ja hier so viel zu merken. 14.50 Uhr mache ich da mal kurz. Nee, so natürlich nicht. So. Zack. Ja, ich möchte ihn wirklich so weit vorstellen und ich kann ihn nicht mehr zurückstellen, das ist mir klar. So, ja, jetzt haben die Vögel aufgehört zu zwitschern, na, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, vielleicht auch nicht. So, Linie jetzt 4123, 4123, 0, 0, ach, was mache ich da, 4123, 0, 0, was mache ich da, hallo? 4123. 41230. So. Ja, passt doch. Ist das eine 5? Nee, das ist eine 3. Ach, halt, das ist 412S wahrscheinlich. Ah. Pass auf. Und 0. Um Gottes Willen. Ich kenne jetzt hier die Ziele. Mann, hör auf, mich hier so zu attackieren, du. Dann machen wir das kurz über die Hilfe. Wir fahren.
Nach Streldorf die 4123, nicht? So. Zack, Kavum, ne? Hier haben wir doch. Streldorf, Edburg, genau. Ach, da steht auch die Rücklinie. Genau, 4123 kommt wahrscheinlich von Edburg, so ist das gemeint. Und die kommen von Streldorf, das müsste die Rücklinie sein oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bitte nicht fragen, ich weiß es selbst nicht. Ich bin nur der Busfahrer, der fahren soll, mehr weiß ich nicht. So, aber wir machen uns erstmal ein bisschen Spaß und zwar gehen wir hier auf Modellkonfiguration und auf Motörchen und nehmen 220 PS. Ganz einfach, weil es dann richtig spaßig ist, mit etwas weniger Leistung zu fahren. Und, gut, warum ist er jetzt hier im fünften Gang? Ups. So, mal kurz Scheibenwischer mal kurz an, damit wir wieder Durchblick haben. Ja. Ja, Straße ist noch nass. Ja. Normalerweise verabschiedet sich mein Lenkrad, wenn ich hier über diese Schwelle fahre oder diesen Bahnsteig. Heute mal nicht. Geht ja schon mal gut los. So, ist das jetzt hier der Bahnsteig, wo ich hin muss? Ich mache erstmal hier die Hilfspfeilchen an. Edbruck Steig 2 bei Ausfahrt aus Betriebshof. Ja, genau. Das ist das. Und wir fahren nochmal wohin, wenn ich fragen darf? Nach Streldorf, Dorfmühle. Eieiei. Strehldorf. Gibt es hier irgendwie auch eine Dorfmühle? Ey, das ist hier ein Name. Ja, Leerfahrt. Edbruck, nehmen wir mal. Ich muss jetzt mal durchtesten, was hier geht. Irgendwie will der mir nicht folgen. Edburg. Da. Das müsste es eigentlich sein. Ich weiß ja nicht, wann die Fahrgäste heute einsteigen wollen. Hier, Strehldorf. Genau, das ist es. Genau. Zack. Machen wir mal Türchen auf und Warnblinkanlage an. Ja, wir haben hier diese Außenschwenktüren. Das kann man, glaube ich, auch modifizieren, aber ich finde die Tür ganz schön. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie den Weg heute zu uns gefunden haben. Etwas noch Schöneres hätte ich mir gar nicht denken können. Wollen wir Licht hier im Laden anmachen? Ja, ne, kann man eigentlich, oder? Ja, machen wir mal zack. So, ja, siehste. Ah, hier. So. Kavum. So. Ganz dezent fahren wir da mal los. Und heute haben wir es ein bisschen regnerisch, ne? Was fahren wir? 4123, ne? Dann müssen wir hier lang. So, Vorfahrt gewähren. Ich achte ja auf Verkehrszeichen, habe ich ja gesagt, ne? Ist ja mal eine Idee wert. Und wir können jetzt hier mal an der Stelle eigentlich ein Thumbnail machen, oder? Findet ihr nicht? Also mal so als. Na, Es ist doch nicht so schön hier. Nee, ich habe nichts gesagt. Uah. So. Haltestellenansagen, weiß ich nicht. Kann sein, dass die nicht gehen. Wobei, wenn ich noch nicht mal eine Route habe, dann werden die auch nicht gehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich bin froh, dass die Map funktioniert, weil das hat bei mir auch wieder so eine Weile gedauert, bis das ging. Ich vertraue einfach jetzt mal hier der Linienführung, dass das alles stimmt. Nur jetzt weiß ich nicht, wo ich langfahren soll. Was ist das denn jetzt? Hallo? Edburg Post. Was war, hä? Geradeaus? Links? Kann man? Nee, hier kann man gar nicht langfahren. Kannst eigentlich nur geradeaus fahren, ne? Genau, in den Tunnel rein. Gen ja, gut. Nicht genau. Weiß ich ja auch nicht, ob das richtig ist. Oh, weia. Ich hoffe es mal. Also ganz wichtig, wenn ich jetzt hier mich verfahre, dann kann ich das leider auch nicht ändern. Wenn mir die Hilfspfeile leider nicht ganz so gut helfen, dann, Na, hier ist es heiß am Blinken. Auf den Dingern da. So, 3,80 Meter sind wir, glaube ich, nicht hoch. Aber mit dem Gelenkbus. Mit dem Dingensbus. Wie nennt er sich? Mit einem. Ich mach mal Licht an. Mit einem Doppeldeckerbus, genau so heißen die Teile. Da wird das, denke ich mal, spannend werden. Gut, und wenn es nicht klappt, dann sägen wir halt oben den Timer ab. Ne? Haben wir ja damals auf irgendeiner anderen Map auch schon mal gemacht. Ich meine, Schicksal, ne? Irgendwann holt es sich immer ein.
So. Oh, ich fange ganz schön weit rechts. Muss aufpassen. Ich habe mir das so angewohnt, jetzt, weil ich immer mit dem Auto so weit rechts fahren muss, auch mit dem Bus dazu machen. Also, war. Mensch.